Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed, nicht League of Legends. Das letzte Mal waren wir hier vor San Gimignano stehen geblieben. Ich habe so ein bisschen... In welche Richtung muss ich? Ich habe so ein bisschen erzählt über meinen Toskana-Urlaub. Ja, doch, die richtige Richtung. Wir hatten übrigens ein sehr schönes Ferienhaus. Das hatte ich auch in der einen Folge Minecraft erwähnt, die ich aufgenommen habe. Kann ich ja hier erwähnen, ich meine die Assassin's Creed Folge kommt ja erst nach dem Minecraft Release raus. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute, nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Die Wachen in der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Können wir machen. Bene. Al lavoro. So, Doppelpunkt 3. Okay, wo haben wir unsere Wurfmesser? 7 Stück, das ist gut. Ah, verdammte Kacke. Chaka! Ja. Finde ich auch, war eine gute Hinrichtung. Wurfmesser, sehr schön. Noch mehr Wurfmesser. Was willst du? Was willst du? Ja, hallo, wie geht's denn so? Aber leider sind die Kämpfe hier im Assassin's Creed 2 Teil etwas anspruchslos. Also da fand ich die in den Folgeteilen gelungener. Aber wie gesagt, ich finde, vom ersten zum zweiten Teil haben sie auch genug falsch gemacht. Also die haben sehr viel richtig gemacht. Das Spiel auch in die richtige Richtung bewegt. Und die haben auch sehr viel falsch gemacht. So, jetzt bin ich gesucht. Jetzt werde ich sofort angegriffen, wenn man mich sieht. Tschüss! So, wie komme ich da jetzt rein? Also. Und so. Da drüben kommt eine Wache. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Was? Tschüss. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ach, der braucht schon Kollegen. Scheiße, ich habe übrigens keine Medizin mehr. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha! Oh. Das sollte ich. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Aber warum? Ihr wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Was sagt ihr dazu? Kehrt jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegt. Versuch es nur, Junge. Durch meine Verteidigung kommst du nicht. Reißt ihm alle Glieder aus. Lasst uns die Wände mit seinem Blut bemalen. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? Wache zu mir! Der ist hingeschlagen.
Zack. Wissen auf ihn einprügeln. Uha. Der Dicke kann ordentlich austeilen. Du hältst keine Minute. So, der ist jetzt umgeschlitzt. Kommt von der Seite. Jetzt. Der ist tot. Und jetzt töte ich ihn. Und bearbeite ihn jetzt mit meinen Doppelklingen. Weil das einfach funktioniert. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Der Konflikt ist doch gelöst. Kann ich das jetzt immer noch kurbeln? Nee, schade. Gut, wo ist der nächste Aussichtspunkt? Da. Das ist jene welche Richtung. So, dann muss ich mal beim nächsten Arzt endlich Medizin kaufen. Bei mir hat schon wieder geschrieben. Ah, da vorne ist der Turm, zu dem ich muss. Oh, scheiße, ich muss mir an der Nase kratzen. Oh, das... Ein Augenblick. So. Ich hing gerade vielleicht mit meiner mit meinem Gesicht auf meiner Tastatur. Zumindest fast. Ist halt einzelne Strähnen. Meine Haare sind aus den, also wirklich, nee, nicht Strähnen, eigentlich sind es einzelne Haare, die aus dem Haargummibund, aus dem Zopfhalterbund rausgefallen sind und mich jetzt an der Nase kitzeln. Das ist halt echt uncool. Und ja, ich trage lange Haare. Auch so eine witzige Geschichte. Früher wollte ich nie lange Haare, weil meine Eltern dann immer meinten, dass sie mich wie ein Mädchen nennen. Weil sie nicht wollten, dass ich lange Haare habe. Und da heißt es mir immer schneiden lassen. Und irgendwann, ja, war ich zu voll zum Friseur zu gehen und dann sind sie halt irgendwo mit der Zeit gewachsen. Und jetzt trage ich halt lange Haare. Finde ich auch besser so. Also ich würde jetzt nicht mehr abschneiden lassen. Zumindest lange Zeit nicht. Also ich trage jetzt nicht bis zum Arsch. Das ist so eine mittlere Länge, also... Sobald sie die Schultern erreichen, ist eigentlich schon zu lang für mich. Also mittlere Länge. Jetzt auch schon länger, als ich sie gerade habe. Da sind sie mir teilweise echt auf den Rücken runtergefallen. Also das war mir wirklich zu lang. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ich sollte aufhören, nachts aufzunehmen. Ich sollte eigentlich tagsüber aufnehmen und nachts meine Arbeiten schreiben. Wobei, wenn ich Kaffee trinke, bin ich produktiver bei der Arbeit. Ich glaube, dann kriege ich keinen Schlaf mehr. Also wirklich absolut keinen Schlaf mehr. Monte Olivetto Maggiore. Da oben ist eine Vogelfeder. Und da sind Wachen. Und da ist eine Truhe. So gut, dann gehen wir jetzt mal in unser Adlerauge. Und gucken nach der Glyphe mal wieder. Ich glaube, die hier habe ich tatsächlich nie gefunden. Ah, wobei ich mir da jetzt gerade auch schon nicht mehr sicher bin. Und her. Suche weiter und du wirst finden. Oh nö. Der von einer Schlange bewacht wurde, bewirken seine Kräfte wunderbar auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt. Ja.
Die Leute, die Rot tragen. SPQR. Sie nahmen es. Ah, das Grabtuch. Innensplitter. Tuch. Passcode gefunden. Nice. Die Wahrheit sagt sehr viel aus, ne? So. Ich wollte jetzt aber eigentlich auf den Kirchturm hinauf. Basilika. So, hier rauf und da müssen wir einmal hier rumklettern, weil man sich nicht an diesen senkrechten Schlitzen festhalten kann, sondern nur an denen hier, die eigentlich eher prädestiniert sind, um von dort abzurutschen. Aber gut, lassen wir das mal auf sich beruhen. Vor allem, wie dumm ist das, drei der Fenster offen zu haben und nur eins zu. Also der Front, meine ich. Was ist der nächste Auftrag? Wen müssen wir jetzt umbringen? War der Typ, den wir gerade umgebracht haben, einer der Verschwörer hier? Francesco Salviati? Ja, ich glaube schon. Antonio Maffei, Stefano da Bagnone und Baroncelli. Maffei, Bagnone, Baroncelli. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Stefano da Bagnone, ja, das sind die mit Verschwörer hier, die wir umbringen müssen. Gut, deswegen kriegen wir halt auch eine eigene Kill-Sequenz. Rauchbomben. Da. Aber ich will jetzt erstmal... Kacke, hier komme ich nicht hoch. Wachen ausschalten. Wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gottes Westerung. Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Zack. Sorry, da musste ich mich jetzt mal kurz konzentrieren. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. So, jetzt machen wir einmal diesen hier. Rauchbomben sind halt echt der Knüller, ne? Etwas Disziplin bitte, mein Freund. Oh, Kacke. Ach komm, weißt du was? Wenn du sterben willst, dann sollst du sterben. Wo fliegt denn das Blut hin? War das? Du kannst nicht angezeigt werden, wenn es keinen gibt, der dich anzeigen kann, genau. Oder was habe ich da neulich gelesen? Genau, wenn Missionen als Stealth-Mission ausgeschrieben sind, unter so einem Anime-Mail mit einer Panzerfaust, wenn keine Person mehr vorhanden ist, die dich bemerken könnte, ist es immer noch Stealth.
Und das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Sniper Elite gespielt habe, so, ja. Wenn keiner mehr da ist, der mich mir merken könnte, dann bin ich immer noch unentdeckt. Und dann bin ich etwas abgelaufen. Übrigens, Sniper Elite 3 ist einfacher als Sniper Elite 4. 2. So, wie komme ich jetzt hier in die Kiste rein? So will ich nicht enden! No! Ja. Weil das Spiel halt scheiße ist. Echt. Meine Fresse, endlich. Zack, und du bist tot. Vor allem, wie die halt auch nichts tun. Also das Kampfsystem hier in Assassin's Creed 2 ist schon irgendwie langweilig, finde ich. Weißt du, im Brotherhood gab es dann wenigstens diese Combo-Attacken. Wo du halt den jetzt umgebracht hast, dann bist du zum nächsten gegangen und hast den dann getötet. Oder halt so eine Gruppe Wachen halt eigentlich sofort umbringen konntest. Oder einmal in Killing Spree gegangen bist und dann einen nach meinem platt gemacht hast. So. Ja, finde ich auch. Ich schwöre, ich bin gerade erst von der Küste gekommen. Mach ihn fertig, ja, ja. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand. Ach, schön, wie ich das Spiel ernst nehme. Nicht wie Arrigo. Ja, genug Geld für den Pavoro habe ich immer noch nicht. Ach, scheiße. Hier kommt der kühne Edelmann. Ich bin nicht damit zu tun, nur das kann. Kackbade. Oh, nee. Gut, und jetzt töten wir noch den Augenzeugen, da ich ja hinten auf der anderen Seite des Hauses rumläuft. Natürlich läuft er auf der anderen Seite des Hauses rum. Weil er auch nichts Besseres zu tun hat, oder was? Na gut. So leicht kommst du nicht auf Kass, da ist er! So. Dann springen wir da lang. Na gut. Ja, Bekanntheitsgrad komplett runter. Komm hier runter. Na, kommt schon, wirklich Leute. Ich find's auch schön. So, die plündere ich jetzt, weil ich meine Wurfmesser zurückhaben will. Na gut, wenigstens einen Heil zurückbekommen. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.